Und weil es so schön ist, gleich noch eins. Mir ist heute gerade der Gedanke gekommen, dass wir uns langsam damit beschäftigen sollten, wie geht es nach dem Wandel weiter? Wir reden alle darüber, dass der Wandel vor uns ist. Der Wandel ist mittendrin. Wir sind mitten im Wandel. Und was ist, wenn der Wandel vollzogen ist? Die geistige Welt hat mir darüber schon mal Informationen gegeben. Wir wissen mittlerweile, dass es Menschen geben wird, die noch nicht Jahre vorher wussten, dass der Wandel bevorsteht, dass die Welt sich ändern wird und dass es wichtig wäre, dass wir uns damit beschäftigen. Viele sind noch im Tiefschlaf und die werden den Tiefschlaf, den Wandel im Tiefschlaf vollziehen und werden wach werden in einer neuen Zeit. Viele werden vielleicht daran verzweifeln. Ich möchte darüber jetzt auch gar nicht reden, denn es geht nämlich eigentlich darum, wie geht es weiter nach dem Wandel? Wie geht es mit den Menschen weiter, die dann diesen Weg gehen. Und da hat die geistige Welt mir gesagt, dass wenn der Wandel vollzogen ist und wir in der Aufräumphase sind, im Grunde genommen wie wenn ein Raum, das Bild habe ich gerade, auf einmal hell erleuchtet ist und die Bewohner des Hauses auf einmal sehen, oh, da ist ja in der Ecke jenes und da ist ja in der Ecke dieses und man sieht auf einmal Ecken, die man vorher nicht sehen konnte, weil die Beleuchtung einfach viel zu schlecht war. Oder weil vielleicht die Fenster nicht so viel Licht reingelassen haben und auf einmal ist der Raum lichtdurchflutet und man sieht das, was vorher verborgen war. So. Das heißt, die Menschen, die also wach werden und auf einmal ihre Welt ganz anders sehen, weil sie diesen Prozess nicht erlebt haben und nicht vollzogen haben, müssen aufgefangen werden. Und da gibt es, so hat mir das die geistige Welt zumindest gezeigt, gibt es dann, so habe ich nenne es Riesenveranstaltungen, wo die Menschen, die begreifen wollen, die verstehen wollen, was ist passiert? Was ist geschehen, die aufgefangen werden und denen es langsam erklärt wird, was in der Welt geschieht, was in den letzten Jahren geschehen ist und was in den letzten Jahrzehnten falsch uns gelernt und gelehrt wurde. Im Grunde genommen nichts anderes wie Geschichtsunterricht, Schule, aber auf ganz andere Art und Weise. Und es werden, wir kennen die Konzerte, wir kennen Theater, wir kennen so Sachen, wo wir hingehen, um uns berauschen zu lassen, um uns in träumerische Welten verführen zu lassen, führen zu lassen, um in die Welt der Fantasie und Träume zu gehen. Und dann gibt es das, wo Menschen hingehen, um sanft zu erfahren, was ist geschehen und was ist die Welt heute? Warum ist sie so anders? Und wie soll ich das verstehen? Und da können dann jene Menschen helfen, die diesen Prozess bereits Jahre vor dem Wandel haben kommen sehen. Diese Menschen werden dann gebraucht, weil genau
diese Veranstaltungen, diese Events dann stattfinden, um die anderen Menschen aufzuklären. Das ist mir heute wieder in den Gedanken gekommen, dass das bald sein wird und dass wir langsam uns Gedanken machen sollten, wie geht es danach weiter? Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um, die überfordert sind und die Fragen haben? Ja. Und da freue ich mich drauf, weil ich weiß, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns bereits darüber Gedanken machen sollten, wie sieht die Welt danach aus? Und wie gehen wir mit den Baustellen um, die wir dann haben? Und ich fand es richtig schön, dass die geistige Welt nicht mehr über über den Prozess des Wandels spricht, sondern jetzt bereits Impulse gibt für danach. Das ist für mich ein Zeichen, dass wir im Grunde genommen durch dieses Nadelöhr durch sind, durch den kritischen Punkt durch sind. Wir können jetzt Zukunftslösungen kreieren. Wir können jetzt bereits daran arbeiten, Neues zu gestalten und Lösungen zu finden. Denn ich denke, es wird jetzt höchste Zeit. In diesem Sinne freuen wir uns, denn wir haben es geschafft. Und ich wünsche euch noch eine gute Woche.